So, hallo, hier ist Defi.jetzt mit einer neuen Ausgabe von Blockchain Espresso. Heute mit Dennis Koray. Wir reden darüber, was in den letzten 12 Monaten in Krypto passiert ist. Hallo, Dennis. Hallo, hallo, wie geht's, wie steht's? Na, ich glaube, die Zuhörer können und Zuschauer können nicht antworten, aber ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. So, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Dennis, leg mal los. Was war da so dein Beitrag in den letzten 12 Monaten? Wie hast du da Krypto vorangebracht? Ja, letzte 12 Monate waren natürlich bei mir, ich sag mal, sehr arbeitsintensiv. Ich habe ja ein eigenes Projekt auf der Tron-Blockchain gestartet als Co-Creator, Social Swap Dex. Und habe da halt ja wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Also für mich war es wirklich arbeitsintensiv und extrem spannend, einfach auch hier wirklich da Gas zu geben, in so einem eigenen Projekt wirklich mal in die Praxis reinzugehen, ja, einfach mal was mit aufzubauen. Ja, es war wirklich sehr, sehr cool und lief auch komplett unabhängig von dem, was sich irgendwie so auf dem Markt entwickelt hat. Natürlich, ich sag mal, wenn man sich die letzten 12 Monate jetzt anguckt, war Krypto jetzt eigentlich ja gar nicht so viel anders, ne? Letzten Januar standen wir ja auch so um die, ja, 30.000, 35.000, jetzt sind wir wieder ähnlich da. Also von dem Blick her hat sich da auch beim Bitcoin nicht so viel getan, aber war auf jeden Fall eins der spannendsten Jahre in meiner Karriere. Du hast eine Mütze auf, SST, für die, die es nicht wissen, erklär es mal kurz. Ja, SST ist einfach ist das Kürzel für Social Swap, der Social Swap Token. Ja, und das ist auch für mich so das Krypto-Glanzlicht als Projekt, weil es einfach sehr, sehr gut läuft. Aber eine andere Kryptowährung, da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, die auch so für mich so ein Glanzlicht neben SST ist, ist ganz klar HEX. Ja, HEX ist einer der Coins, die ich auch öfters mal empfohlen habe. Auch hat sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten 2 Jahren, sage ich einfach mal. Ich hatte auch noch mal kürzlich da ein Video zu gemacht zu dem Thema. Lass mich mal ganz kurz auf den Chart gucken. Wenn wir jetzt in Januar 2021 mal zurückgehen, ja, da sind wir ungefähr, wo ist denn der Januar hier? Da, aktuell, ich weiß nicht, so 3.000, 4.000% hat der HEX gemacht. Also war ein ganz guter Run auch und ist einfach ein Coin, den ich langfristig einfach gerne halte. Okay, du hast jetzt schon die zweite Frage nach deinem Glanzlicht im Kryptobereich in den letzten 12 Monaten beantwortet. Können wir gleich zur dritten kommen. Hast du NFTs gekauft? Wenn ja, welche und warum? Ja, also NFTs, es ist so ein Hype, der sich mir nicht ganz so wirklich erschließt. Ich habe das so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber ich habe jetzt kein NFT wirklich gekauft. Also ich habe ein NFT auf der Tron-Blockchain gemintet. Das ist irgendwie so ein Bored Ape irgendwas gewesen, den man sich Bored Mutant Ape oder irgendwie sowas. So ein Ding habe ich gemintet für, ich glaube, $10. Ja, konnte man das irgendwie minten, so ein Teil. Aber habe diesen Hype wirklich nur am Rande mitbekommen und mich eher wenig damit befasst. Wobei man natürlich sehr viele interessante Storys auch gehört hat. Die Story, die jetzt mir zum Thema NFTs im Kopf geblieben ist, ist von diesem einen Typen aus Indonesien, so ein Junge, der viele Selfies gemacht hat und die quasi als NFT verkauft hat und über 1 Million Dollar damit verdient hat. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also es ist wirklich ein Phänomen, was mit NFTs abgeht. Ich glaube, im Gaming-Bereich, Krypto-Gaming-Bereich kann ich mir vorstellen, dass das sehr groß wird. Und es gibt auch viele Leute, die wirklich da viel von halten. Ich bin wirklich da in diesem Thema kaum drin und kann da wirklich schwer sagen, was da abgeht. Ja, okay. Ja, wir hören uns ja nochmal im Kryptorückblick für Januar 2022, Dezember 2021. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen darauf eingehen. Vorletzte Frage, hast du eher Gewinne oder eher Verluste gemacht in Krypto im letzten Jahr? Also absolut, absolut auf der Gewinnerseite auf jeden Fall. Und bin ja auch schon seit vielen Jahren in Krypto dabei. Die Volatilität, die ist ein Segen für Krypto und die ist nicht unser Feind, sondern unser Freund. Denn wenn es auch mal runtergeht, es geht auch wieder stark hoch. Also für mich war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Bin sehr entspannt, auch bei den aktuellen Kursen bin ich total gelassen, weil ich einfach weiß, wohin die Reise geht. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was wir hier auf der letzten Frage haben, ja, was gerade so in El Salvador passiert. Denn ja, dann beantworten El Salvador, Sie gleich mal. Ja, also was ist deine Meinung zu Bitcoin in El Salvador?
Ja, wir alle wissen es, Legal Tender in El Salvador. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was dieses Thema angeht, weil auf der einen Seite natürlich super, ja, dass ein Land das unterstützt und da jetzt wirklich Gas gibt und sich so ein bisschen gegen dieses korrupte Finanzsystem von Fiat-Geld stellt. Aber auf der anderen Seite natürlich dann zu sagen, per Gesetz Menschen dazu zu zwingen, Krypto anzunehmen, was ja eigentlich de facto mehr oder weniger mit so einem Status als Legal Tender passiert ist, ist vielleicht nicht immer in diesem Sinne der Freiwilligkeit. Ja, also wenn man sagt, okay, das ist Gesetz, jeder muss jetzt Bitcoin annehmen, wie das in der Praxis aussieht, das ist natürlich eine andere Sache. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, aber wir sehen ja, dass die Revolution aus solchen Ländern kommen muss, da wo halt eine Notwendigkeit besteht, wo die Leute keinen Zugang zum Konto haben, kein KYC machen können und so weiter und so fort. Und es wird einfach, ja, ich glaube, El Salvador als Land sehr, sehr gut tun. Wir sehen, dass der Tourismus sehr boomt in El Salvador, dass sehr viele Krypto-Leute dahin gehen, in Bitcoin Beach und sich das, die ganze Lage vor Ort angucken. Es bildet sich dort eine super spannende und diverse Community einfach. Ja, also ich werde auch, wenn ich das schaffe, mal ja, Richtung El Salvador irgendwann mal dann einen Ausflug machen, weil es mich einfach auch interessiert. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, funktioniert natürlich auch hier das Ganze nicht über dezentrale Sachen, sondern über das Chivo Wallet sehr, sehr viel, ja, wo man halt auch überlegt, okay, ist das dann der richtige Weg, das über, ja, so Custodial Solution zu machen, weil das ist ja eigentlich nicht der Weg, der mir immer vorgeschwebt hat, der mich so begeistert hat, wo es nämlich keine Mittelsmänner gibt. Aber das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich sage mal, im Großen und Ganzen werte ich das schon positiv, was in El Salvador passiert, wobei man das nie perfekt lösen kann, so wie man es gerne hätte. Aber es ist ein erster Schritt. Und was ich ganz cool fand, der Nayib Bukele, wie er heißt, der Präsident, war ja gerade in der Türkei. Ich glaube nicht, dass sie groß über Bitcoin gesprochen haben mit Erdogan, aber schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja, weil die Türken mit ihrer Inflation, die sind ja eh schon groß in Bitcoin. Vielleicht ist das etwas, was jetzt ja in 2022 ein bisschen mehr in den Fokus rückt, dass andere Länder dem Beispiel von El Salvador einfach folgen. Ich stimme dir im Wesentlichen zu, wobei ich die Einführung, ich meine, irgendwie musst du es einführen und du musst immer irgendwo eine Krücke machen. Aber er hat es, denke ich mal, ganz gut gemacht. Man hätte es auch langsamer machen können, aber dann diskutiert wieder jeder drüber und findet Argumente. Genau. Und es ist ja nicht nur die einzige Währung, sondern es ist ja parallel noch der US-Dollar. Genau. Das heißt, du hast eine Wahl als Bezahler, müssen wir so ausdrücken. Und für die Unternehmen, ich denke mal, für die ist das nicht ein großes Problem, mittelfristig da auch Bitcoin zu empfangen. Also ich glaube auch, dass das Positive einfach überwiegt, ne? Genau, richtig. Zwei Sachen. Ich bin ja hier zwei Länder weiter. Ich plane dieses Jahr auch mal hinzufahren, allerdings mit dem Auto. Und den Ralf und Mario habe ich auch schon mal angefragt. Wenn du willst, finden sich garantiert noch ein paar andere. Können wir da mal eine zweite deutsche Delegation machen? Es war ja letztes Jahr schon mal eine da. Und rund um den Friedemann Renneis. Ich denke mal, es wird eine interessante Kiste, wenn wir da uns das mal angucken. Und in Costa Rica, wo ich bin, ist jetzt übernächstes Wochenende Wahl. Und einer der 24 Kandidaten, ich glaube ein älterer Mann über 70 oder über 60, meinte, ja, er will auch sowas machen wie in El Salvador. Ob der jetzt natürlich zurückkommt, bleibt abzuwarten. Aber klar. Die Idee ist, denke ich mal, ganz gut. Ja, also ich glaube, das ist schon, wäre schon sehr förderlich. Wir haben es ja gesehen an den faktischen einfach Zahlen in El Salvador, was der Tourismus angeht und so weiter. Die ersten Bitcoiner sprechen darüber, dort sich niederzulassen. Wir haben Max Kaiser gesehen, der gesagt hat, er will Citizen, ja, also die Staatsbürgerschaft von El Salvador annehmen und die amerikanische dann abgeben. Also es hat natürlich auch viel Signalwirkung bei, ich sag mal, bekannten Persönlichkeiten aus der Bitcoin-Szene. Und ich glaube, dass El Salvador da wirklich sehr von profitieren kann. Und natürlich wird man da nicht alles richtig machen. Learning by doing einfach, ja, man wird dann sehen, was funktioniert. Und andere Länder können dann sich das als Beispiel nehmen. Und ich glaube, gerade für den Tourismus ist das sehr, sehr interessant. Und für Investitionen und diese ganzen neuen Regeln, auch was die Steuern angehen. Es fallen ja keine Steuern an in El Salvador auf die ganzen Sachen, Kapitalertragssteuern und so weiter. Also sehr, sehr interessant, was sie machen. Und ich glaube, da werden wir noch einiges hören von in 2022. Ja, wobei ich aber das sagen muss, da bin ich in einem Land, was da schon leider weiter ist. Ne? Also Costa Rica hat fast 100% erneuerbare Energie. Sehr viele Geothermie haben die hier, teilweise auch ein bisschen Wind, teilweise auch Wasserkraft und haben auch Pumpspeicherkraftwerke, um die Spitzen abzudecken. Und großer Vorteil von Costa Rica, ich habe Territorialbesteuerung.
Das heißt, da muss nicht das Steuersystem noch groß umgestrickt werden, wenn ich da jetzt Bitcoin gewinne oder sonst irgendwie was mache oder Mining. Das, ja, denke ich mal, ist hier schon alles da. Man bräuchte jetzt bloß halt so einen Container mit Mining-Geräten hier hinstellen und könnte theoretisch loslegen. Allerdings, ja, die Chancen sind da, ne? Also die richtig, Frage ist ja natürlich die Generation der Politik, ob die das versteht, was hier in der Blockchain-Welt passiert. Ob, ja, das, und wie, in deren die Amis reinregeln. Wie die Amis, genau, ich wollte gerade sagen, ne? Das wird sich einfach zeigen, ja, aber das Schöne ist, du kannst es nicht aufhalten. Bitcoin ist ja nicht, es hat ja keinen Ausschalter und verbieten kann man es nicht. Und auch wenn man es verbietet, benutzen kann man es trotzdem noch. Also es ist einfach ein neues Zeitalter, was hier mit Bitcoin anbricht. Und ja, es ist schön zu sehen, dass jetzt die ersten Länder hier wirklich da diese Schritte auch gegangen sind. Ne? Gut, Dennis, dann danke ich dir für das Blockchain Espresso und wir hören uns dann ja beim Monatsrückblick wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Ebenso, ciao, ciao.